Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Es ist knapp eine Woche vergangen, seitdem wir euch das erste mysteriöse Simson-Geräusch vorgespielt haben. Und nach dem Intro bekommt ihr die Auflösung, wir losen den ersten Gewinner aus und spielen euch das neue, zweite mysteriöse Simson-Geräusch ab. Viel Spaß jetzt mit diesem Video. Tja. Das mysteriöse Geräusch von letzter Woche. Unglaublich viele von euch haben gedacht oder waren sich sogar relativ sicher, dass bei diesem Geräusch ein Gang eingelegt wurde. Habt ihr etwa noch nie in einen Gang geschaltet? Jetzt ist es raus, ihr fahrt wahrscheinlich alle heimlich Variomatic-Roller, stimmt's? Also schön, hören wir doch mal etwas genauer rein. Ich mache euch das Geräusch jetzt lauter und außerdem ein bisschen langsamer und dann hört mal ganz genau hin. Da, hört ihr es? Es klingt fast ein bisschen so, als würde es ratschen, zumindest ganz minimal und im Vergleich zum Gang einlegen, denn der klingt viel glatter bzw. definierter, es sei denn, ihr habt Getriebesand getankt. Ein paar wenige von euch waren aber auch schon fast auf der richtigen Spur. Die haben nämlich geschrieben, dass bei dem Geräusch ein Schlüssel ins Seitendeckelschloss gesteckt wird. Und da liegt ihr gar nicht so falsch, aber auch knapp daneben, denn das klingt noch ein bisschen blechern. Jetzt wollen wir euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Bitte schön, hier nun das Video zum Geräusch. Und unter allen Kommentaren, die genau das erraten haben, werden wir jetzt per Zufall einen Gewinner auslosen, der den ersten 200-Euro-Gutschein gewinnt. Das werde aber nicht ich hier am Laptop machen, sondern Chris drüben in seiner Gewinnhauptzentrale. Vielen Dank, Martin. Hallo und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir haben uns hier extra von der NASA den Auslosehammer zuschicken lassen. Richtig teures Stück, müssen wir ein bisschen mit aufpassen. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt langsam mal in Richtung Gewinner kommen. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche allen, die im Lostopf sind, viel Glück. Und allen, die es leider nicht dahin geschafft haben oder gleich nicht schaffen werden, wünsche ich viel Glück beim nächsten Mal. Vier Gewinne stehen ja noch aus. Und ich würde sagen, tja, an dieser Stelle meinen herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Gewinn und deinem Gutschein. Sei doch so gut und schreib uns bitte eine E-Mail. Die Adresse findest du unter dem Video. Und dann gebe ich jetzt mal zurück zu Martin. Ciao. Dankeschön, Chris. Und hier ist es nun, wie versprochen, das neue mysteriöse Simson-Geräusch. Das war mal wieder gar nicht so leicht, oder? Und weil es so schön war, hier noch ein zweites Mal. Jetzt heißt es wieder mitkommentieren und mitraten. Ihr habt wieder Zeit bis nächsten Dienstag um 12 Uhr. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, lauft doch einfach mal in eure Werkstatt, lauft zu eurem Moped. Vielleicht findet ihr das Geräusch wieder. Und schaut noch nicht in die Kommentare, schaut am besten gar nicht rein. Und lasst euch nicht von dem beeinflussen, was alle anderen vor euch geschrieben haben. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann zur nächsten Auslosung oder zum nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.